Yo, Ladies und verehrte Gentlemen, was geht? Ich bin's wieder, euer Raffi hier und willkommen zurück zu Cube Worlds. Oida, gleich vier Viecher auf einmal. Ich weiß nicht, schaffen wir das? Oh, oh, fängt hier gleich wieder episch an. Oh, einen haben wir schon, einen haben wir schon, einen haben wir schon. Unser Katze ist natürlich schon wieder tot. Oh, 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 es könnte knapp werden, es könnte knapp werden, es könnte knapp werden. Und wir haben es geschafft. Oida. Fängt das schon mal wieder episch an. 17 HP haben wir noch. Willkommen zurück. Leute, ich kann einfach nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Das ist ja schon die vierte Folge hintereinander, die ich aufnehme. Also sorry, falls ihr mir irgendwelche saunützlichen Tipps in die Kommentare geschrieben habt und ich habe es noch nicht gelesen. Nach der Folge mache ich, glaube ich, eine kleine Pause. Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass meine Stimme schon ein bisschen Arsch ist. Geht ziemlich an die Stimmbänder, so lange zu labern und aufzunehmen. Ja. Für jeden von euch, der es nicht weiß. Dass wir unser ganzes HP wieder regenerieren. Wie viel bringen die? Die, was war das? Da, hier. Nur 100, okay. Naja, besser als nix. Oh, ich, da habe ich, glaube ich, ein bisschen was verschwendet gerade. So, Dele. Sind das Bösewichte? Wenn nein, dann kriegen sie auch noch gleich auf die Fresse. Hier, komm her. Bam! Erstmal den, immer zuerst, wie er schreit. Immer zuerst den, die Ranges wegholen, weil die machen am meisten Schaden. Oida! Die machen am meisten Schaden und sind am leichtesten zum Ownen. Was haben wir? Artless Wood Wand. Okay, wir müssen definitiv mal irgendwann wieder in die Stadt. Oh, aber wir haben schon viel Inventory-Platz. Das ganze Zeug hier verkaufen. Und vielleicht dann auch, wenn wir genug Iron und so finden, unser neues Schwert zu craften. Das wäre natürlich auch noch ziemlich nice. Cotton ist auch immer gut, ne? Ah, da kommt unsere Katze angetrottet. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte irgendwie dahinter noch ein bisschen, einfach so ein bisschen erkunden. Bisschen leveln. Was man halt so macht in RPGs, ne? Zack. Auch so viel Cotton wie möglich mitnehmen, weil das braucht man teilweise auch für Crafting-Sachen. Den Ogre ist, den wollen wir, glaube ich, nicht angreifen. Der ist rot. Was haben wir denn hier so? Ist das ein böser Typ? Ja, es ist, aber es ist, ist nur eine. Ist jetzt nicht die Mühe wert. So, hier noch so nichts zum Reingehen. Okay, trinken wir noch kurz was. Ich finde die Welt echt schön, ich muss schon sagen. Also in Cube World kann man echt viel Zeit verschwenden. Ich habe letztens auf YouTube so einen Typen gesehen, ich weiß nicht, ob er den kennt. Der heißt The Incredible Orb. Oh, ein Schweinchen. Vielleicht mag der Cotton. Nee, vielleicht mag er das. Nee, schade. The Incredible Orb, und der hat es zugegeben. Also der hat auch einen YouTube-Channel, logischerweise. Und zwar streamt er auch ziemlich viel und der hat die letzten drei Tage, glaube ich, irgendwie 40 Stunden das Spiel gestreamt und so. Und der ist schon übelst heftig drin und das ist schon echt krass. Und ja, von dem habe ich auch ein paar neue Infos und Tipps und so, die recht nützlich sind. Ja, hier. Gib mir Deposits. I want Iron Deposits. Oh Gott. So much Höhle. Aber desto größer die Höhle, desto höher die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass wir Deposits finden. Boah, da waren drei drinnen. Nice. Kommen wir hier weiter? Nee, da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Komme ich hier irgendwie weiter? Nee, okay, gut. Nicht gut, aber gut, dass ich es weiß. Oida! Bats, kennt euch. Da haben wir keine Worte gewonnen-hittet. Was geht denn? Was geht denn? Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee. Alles ganz genauestens absuchen. Wir wollen ja nicht irgendwelche Deposits übersehen oder so. Hier ist noch ein Bett. Ich hoffe mal, sie sind nicht zu dunkel für euch, die ganzen Höhlen. Hoffe ich jetzt einfach mal stark. Hier, den nehmen wir mit. Ich glaube, mit dem kann man irgendwas machen. Noch ein Iron Deposit. Nochmal mit zwei drin. Nice. Wenn wir so weitermachen, dann könnten wir vielleicht... Oh, hier sind nochmal zwei, oder was? Wenn wir so weitermachen, dann könnten wir vielleicht die Folge noch schaffen, unser geiles Schwert zu craften. Oh, hier noch ein Iron Deposit. Geil. Wie viel haben wir jetzt schon? 16. Bam, Alter. Perfekt eigentlich. Obwohl wir noch ein bisschen was brauchen, weil wir wollen uns nicht nur ein Schwert craften, sondern können wir uns zusätzlich zum Schwert auch noch eine Fist anziehen. Und da wäre zum Beispiel die dann nicht schlecht. Dafür bräuchten wir nochmal 6 Iron Cubes. Aber es gibt natürlich auch noch die Wahrscheinlichkeit, dass wir doppelt was kriegen. Also, letzte Folge habt ihr gesehen, wenn man sich was craftet, das gibt es die kleine Wahrscheinlichkeit, dass man ab und zu 2 oder sogar 3 kriegt. Also aus einem. Aber ich würde halt wirklich auf Nummer sicher... Oh mein Gott. Auf Nummer sicher gehen. Kommt der auf einmal her? Verpiss dich. Ich mag dich nicht. Hier, machen wir so. Alter Schwede.
Geh weg, bitte geh weg. Zerstör nicht meine schöne Streak. Oder ist es noch ein Ogre, Alter? Hier über Ogre rumlungern. Unsere Katze war instant tot, die arme Katze. Oh, die Wolken schauen cool aus. Und ich glaube, man kann sogar zu den Wolken hochfliegen. Wenn man den Glider hat. Was wir übrigens auch mal leveln sollten, ganz ehrlich. Aber ich finde es halt irgendwie schade, weil es gibt auch so viel anderes Gutes zum Leveln. Da level ich lieber meine Angriffskraft und so. Bevor ich das mache. Das wäre natürlich schon nice, wenn wir riden können. Ich glaube, das machen wir als nächstes. Okay, hier geht's nach drinnen. Oder? Geht's hier rein? Ja, hier geht's rein. Na, da geht's hier rein. Ja, ein bisschen geht's rein. Und ich habe schon Iron Deposit im Augenwinkel gesehen. Wenn's Iron war. Ja, es war Iron. Nice. Nochmal zwei, jetzt haben wir 18. Nochmal. Oh ja, nice. 8, oh, nochmal. Nice, Alter. Ein richtiger Streak hier. Noch, oh mein Gott, nochmal zwei. Und Gold auch noch. Ey, da steht. Geil, 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 geil. Das nenne ich doch mal nice. So kann es doch immer sein. Hier haben wir nochmal so einen fetten Berg. Was ist das da? Random Steinsteine. Also Blocks, Steinblocks. Ist hier noch irgendwo rein? Schaut recht höhlenmäßig aus hier. Nee. Und wie nerven die ganzen fetten Steine, die randomly in der den Dings generiert werden. Oh, da hinten, das schaut auch nach Höhlen-Area aus. In der Höhle werden immer so Steine generiert, die im Weg rumliegen. Das finde ich ein bisschen nervig. Haben wir hier vielleicht... Oh, was? Oh, das sind... Oh, oh. Wollen wir den besiegen? Wollen wir es probieren? Oh, er greift uns eher an. Okay. Aber wisst ihr was? Ich glaube fast, wir schaffen das nicht, den zu besiegen. Deswegen, wenn ich ihn nächstes Mal umhau, wechsle ich hier kurz eine Potions hin. Und das dürfen wir jetzt schaffen. Wir kämpfen ja kurz den fetten Bunny hier. Und unser Katze ist schon wieder fast tot. Super. Ja gut, es dürfte aber easy going sein hier. Hoffentlich kriegen wir dafür mehr XP als für den anderen da, den wir hatten. Das ist ja vorletzte Folge haben wir den... Oder letzte Folge? Ich weiß gar nicht mehr. Ich komme schon so durcheinander. Haben wir den fetten Boss besiegt und dafür nur 10 XP bekommen. So, es regt auf. Weißt du, machst dir so viel Mühe. Probierst es dreimal oder viermal. Und dann so, bam, so, nee. Kriegst nur 10 XP. YOLO. Sollte vielleicht noch kurz was süffeln. Gut, der ist ja easygoing. Ist leichter als der andere Boss. Wie heißt der? Lugoyon. Geiler Name für den Hasen. Oh, der ist ja direkt durch meinen Angriff durchgedodged. Der Pimmel. Oh, das war nice. Du. Zack. Unser Katze ist schon wieder tot. Ich würde sagen, wir warten, bis unsere Katze wieder da ist, damit die auch noch die XP kriegen, so wie immer. Weil die rennt so schnell, da sind so Streifen hinter ihm. Komm, Katze. Put, 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 Miezekatze. Gut. Oder? Nein, das war doch, da ist sie wieder. Geil. Und da haben wir einen Ice Spirit bekommen. Geil. Ich glaube fast, die kann man an Waffen tun, so wie bei der anderen Waffe, die wir jetzt hatten. Die könnte man natürlich auch lernen, nein, können wir gar nicht. So, dann gucken wir erstmal wieder das da, damit wir das aufbrauchen. Geht's hier irgendwo in der Höhle, ist die Frage. Und ich glaube, wir schaffen die Folge sogar noch ein Level. Das sind schon Level 6. Boah. Geil, geil, geil. Warte, wie viele Dings haben wir jetzt schon? So, Power 17, okay. Oh, da geht's rein. Da geht's rein. Da wollte sich die Höhle einfach so von uns verstecken. Aber ich so, nee, wir finden dich. Oh, Iron Deposit. Geil. Oh, hier noch ein Iron Deposit. Mann, 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 Mann. Nice. Was da war? Achso, das war meine Katze. Ich dachte schon. Noch ein Iron Deposit. Alter. Hier sind wir in einer richtig geilen Area. Ist tief nach unten. Und Telefon. Scheiß drauf. Ich spiele gerade Cube World. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht ans Telefon. Aber wie laut das ist. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm für euch. Aber ich würde mal sagen, wir begeben uns zurück in die Stadt. Es wird auch langsam Nacht, kann es sein? Ach, Telefon, halt doch die Fresse, bitte. Oh, Hardflower. Hätte ich fast übersehen. So, ich hoffe mal, es spricht niemand drauf. Also, das muss ich meine Stimme ganz kurz raus-editen.
Blieb. Okay, er spricht, glaube ich, nichts drauf. Das finde ich sozial von ihm. Wusste ja, in was er sich für eine Situation begibt, ja. Oh, Hartflau. Ja, ich glaube, das sind böse. Das sind gute. Das finde ich nett. Ich habe eine Menge Katzen. Ah, nein, es sind Wölfe drin. Was? Die greifen mich an. Hä? Die haben mich ja gerade angegriffen. Habt ihr das gesehen? Der Fug. Aber Alter, jetzt sind wir vielleicht schon. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt eine Stunde auf oder so. Und in der Stunde ist es noch nicht Nacht geworden. Das ist krass. Dass es so lang Tag bleibt. Ich will nicht mal wissen, wie es in der Nacht ausschaut. Bestimmt kommen da auch so voll die fetten Monster dann und alles. Gut, gut, gut. Aber ich will mal sagen, wir machen uns wieder in Richtung Town. Aber hier dürfte bestimmt noch irgendwo eine Höhle sein. Oh, Hornets. Die geben immer richtig nice XP. Zack. Lag. Zack. Komm, und jetzt ist er dood. 6 XP. Nice. Und hier haben wir eine Höhle. Geil. Mit einer Hardflower hier. Zack. Cool, cool. Schauen wir erstmal in die Richtung hier. Obwohl, da geht's eh gleich wieder raus. Haben wir eine Pause irgendwo? Nee. Da geht die Höhle hier noch weiter, oder? Nee. Schauen wir noch in die andere Richtung. Wo müssen wir nicht hin? In welche Richtung ungefähr? Grob in die Richtung, okay. Dann gehen wir so eh in die richtige Richtung. Batman. Was ist das? Eine Owl. Vielleicht können wir der das hier geben. Magst du das? Willst du das? Nein, okay, dann fick dich. Oh ja, wie die abgeht. Oh, aber wir haben sie einfach mal so easy going weg. Und wo ist meine Katze jetzt? Achso, die ist weg, stimmt. Wenn wir hier so machen, dann ist die mal weg. Voll vergessen. Oh, hier haben wir Deposits. Iron. Geil, geil, geil. Oh, hier haben wir Gold in der Wand drinnen. Ist natürlich nicht so gut. Noch, oh, da ist ein Bett. Eine Bad Bat. Noch ein Deposit irgendwo vielleicht, bitte. Nein, aber noch ein Bett. Jetzt kommt, oh, der Lag. Zack. Ich hab da irgendwo einen Ausgang gesehen, da ist ein Ausgang. Okay. Und kein Deposit mehr, schade. Schade, schade. Was macht die Bat hier draußen? Ich dachte, die sind nur in Höhlen, weißt du? Dann rennen die da unter den Bäumen so rum. So, welche Richtung? In die Richtung. Also die Folge will ich definitiv das Schwert noch craften und alles mögliche. Das wäre das noch richtig episch. So, dann sind wir hier, glaube ich, ziemlich richtig. Gnobold. Hier haben wir noch ein bisschen Cotton, das wir mitnehmen können. Da hat die Katze ihn weggeownt. Was haben wir da? Ein Raccoon, soll ich es probieren? Ah nein, der unten ist weg, glaube ich. Raccoons sind immer so eine Sache. Oder da wieder einer kämpft. Was geht denn? Hoffentlich ein böser Typ, weil ich glaube, das war ein Rogue. Vielleicht kriegen wir seine Waffe. Undead, ich glaube, das ist ein Rogue. Das ist ein Rogue. Ja, komm, gib uns deine Waffe. Komm her. Zack. Oder wie er schreit. Nein, da gibt es natürlich keine Waffe. Supi, danke. Okay, wir sind ja schon wieder in Town. Nice, nice, nice. Pumpkins nehmen wir mit. Genau, Pumpkins war das, was das Bessere ist. Das, was wir gerade haben, Ananas, das nehmen wir nicht mehr mit. Das bringt uns nicht relativ, nicht viel. Katze, kannst du aufhören, die anderen zu greifen. Danke. Oh, eine Menge Hardflowers. Ich freue mich, ob die respawnen. Hm. Aber gut, aber letztendlich können wir hier einfach wieder einfach so eine Dings machen. Eine neue Welt und dann wieder von vorne, beziehungsweise alles neu finden. Also von daher. So. Wo muss man denn hin? Wo wollte ich denn hin? Warte, gehen wir erstmal hin. Oh, jetzt willst du mich doch verarschen. Kaum am Aufnehmen. Unten klingelt's. Telefon. Ich bin nicht da. Hier ist bestimmt jemand anderes dran. So, hier noch kurz resetten. Und dann... wo gehen wir zuerst hin? Adventure District? Nein. Wo war der Furnace? Der war beim...
Crafting District da hinten, glaube ich. Hoffe ich mal. Hier? Nein. Hä, wo waren das? Ah, da hinten war es, genau da. Jetzt weiß ich wieder. Jetzt sollten wir unsere Lampe vielleicht wegtun. Da war es, genau da. So. Nein, hier, Flashlight weg. So. Wir können uns jetzt eine Menge. 28 haben wir, alter Schwede. Nice. Und da haben wir gleich zwei auf einmal bekommen. Wieder zwei. Wieder zwei. Alter. Da hätten wir nie im Leben so viele sammeln müssen. Naja, jetzt haben wir genug für ziemlich lange. Alter Mann. Kenn dich. Du. Nochmal zwei. Alter Schwede, unser Glück, ich sag's euch. Und hier brauchen wir ein Spinning Wheel, okay. Gut, dann können wir das da machen. Ja, können wir machen. Zack, nice. Geil. Geil, richtig geil. Finde ich nice. Und dann können wir da auch noch so Teile drauf tun, rein theoretisch. Können wir es nicht bewegen oder so? Können wir hier noch so Iron Cubes drauf tun? Ist die Frage, ob das uns was bringt. Was haben wir da oben so coole Teile dran? Ist auf der falschen Seite, aber schaut cool aus. gut, und das dürften wir rein theoretisch, wenn wir hier noch. Was wollten wir uns noch craften? Craften wollten wir uns noch das da, genau. Dafür brauchen wir noch Cotton Yarn, dafür brauchen wir Spinning Wheel, glaube ich. Das war irgendwo. Hier, das war doch auch irgendwo hier. Wo waren das? Oder war es beim Adventure District? Nein. Wie das ausschaut. Mit den zwei Teilen oben drauf. Ob es uns überhaupt was bringt. Naja, ah, da hinten war es genau. Und zwar brauchen wir das da, glaube ich. Genau, perfekt. Machen wir so ein paar. Zack. Und dann können wir da zurückrennen. Genau dahin. Und dann. Ein Dings craften. Und noch so ein Fist-Zeug. Doch, hier Anvil. Sind wir schon richtig. Das war genau das da. Genau. Hä, was ist. Ja, machen wir einfach mal. Und das dürfen wir jetzt gleichzeitig noch anziehen können. Genau, perfekt. Schau, jetzt haben wir hier eine Iron Fist und die da hier und jetzt machen wir Insane Damage, glaube ich. Alter, geil. Geil. Würde ich eigentlich gleich mal ausprobieren. Suchen wir uns mal das erste Monster, das wir finden. Oh ja, das war eine erfolgreiche Folge. Da bin ich jetzt froh drum. Gott, Telefon. Verarsch mich. Wartet mal kurz. Yo, Ladies und Gentlemen, sorry für den kleinen Cut jetzt hier drinnen, aber es war etwas doch Wichtigeres. Ja, ich hätte vielleicht rangehen sollen. Ja, Q-World hat nicht immer Vorrang, aber in dem Fall schon. Wir sind jetzt ein bisschen woanders, und zwar bin ich jetzt zu ein paar Monstern gegangen. Und ich würde mal sagen, wir probieren das hier aus, gell? Oida! Oida! Und wir haben gleich ein Level-Up bekommen. Oida, es geht ja richtig ab. Gebt euch das. Und der Special-Angriff macht auch noch, oida, Fettschaden. Wow, nicht schlecht. Sowas kann man definitiv lassen, oder? Können wir vielleicht sogar schon probieren, so einen Bull anzugreifen, aber ich will mich jetzt mal hier nicht überfordern. Aber so ein Squirrel, komm, so ein Squirrel probieren wir jetzt schon. Komm her. Zack. Alter, gebt euch das. Wie einfach wäre es einfach den Squirrel wegownen? Lol, nicht schlecht. Nicht schlecht, sehr gut. Dann würde ich sagen, geiler Erfolg für diese Folge. Hoffe, euch hat es auch gefallen. Könnt ihr ein Like reindrücken für dieses epische Schwert und.
Boxhandschuhen, was auch immer wir alles anhaben. Und wir müssen nächste Folge unbedingt in die Town was verkaufen. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, sind reingehauen, Outro. Tschüss, jetzt.